Wenn ihr mal einige Thriller-Autoren für euch kennenlernen wollt und Lust auf richtig kurze Spannung habt, dann bleibt dran, dann sehen wir uns jetzt gleich im Video. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Videorezension. Ich freue mich total, dass ihr wieder einschaltet. Ich habe mal wieder ein Buch beendet, für das ich ziemlich lang gebraucht habe für meine Verhältnisse, obwohl es nur, lasst mich spicken, 280 Seiten hat. Es geht nämlich um Meister des Mordens von verschiedenen Thriller-Autoren, Best of Crime. Ist erschienen im Drömer-Knauer Verlag, wurde mir von diesem auch kostenlos zur Verfügung gestellt, kostet 9,99 Euro und hat, wie schon gesagt, 280 Seiten in etwa. Ja, wir haben hier 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Kurzgeschichten von 11 verschiedenen Thriller- und Krimi-Autoren. Und ja, ich kenne jetzt nicht alle, ich kenne Sebastian Fitzig natürlich, Well McDermide kenne ich, von Nina George habe ich, glaube ich, auch schon mal was gelesen. Und von den anderen habe ich nur gehört und aber noch kein Buch gelesen. Ja, muss aber sagen, dass der eine oder andere Autor definitiv auf meine Wunschliste gewandert ist. Also finde ich schon mal sehr gut. Und ich finde auch die Kurzgeschichten grandios. Also mir hat natürlich nicht jede super gut gefallen, aber das gibt es eigentlich in keiner Anthologie, dass mir wirklich jede Kurzgeschichte gut gefällt. Natürlich fand ich die von Sebastian Fitzek, die gleich als erstes drin steht, die fand ich natürlich am allerbesten, weil ich bin ein absolutes Fitzek-Fangirl und mag man von ihm halten, was man möchte. Ich habe bis auf eines, habe ich alle Bücher von ihm gelesen und ich feiere jedes einzelne Buch von ihm und natürlich hat vielleicht auch mal eins so kleinere Schwachpunkte, aber so 4 bis 5 Sterne hat für mich jedes Buch von ihm und ich finde ihn immer wieder super spannend und ich freue mich auch auf das Neue von ihm, der Insasse. Wird definitiv gleich bei Erscheinen bei mir einziehen. Und ja, mir hat auch die Kurzgeschichte von ihm sehr gefallen, aber die war mir leider etwas zu kurz. Aber das war, gab so einen guten Aha-Moment. Und den Aha-Moment haben die meisten anderen Kurzgeschichten eben auch. Ja. Dann, ja, von Well McDermide zum Beispiel wird jetzt nichts mehr bei mir einziehen, weil die kickt mich nicht so. Ich habe schon mal von ihr gelesen und ja, was mir an diesem Buch nicht ganz so gut gefallen hat, weswegen ich auch einen Stern abziehen möchte, es hat 284 Seiten und wir haben nach jeder Kurzgeschichte, ich finde, das ist so, also man hätte ruhig noch mehr Kurzgeschichten mit reinpacken können, entweder das Buch dicker machen können oder so. Es ist so lückenfüllermäßig gemacht. Also man hat hier vor jeder Kurzgeschichte eben so eine Seite, Sebastian Fitzek, dann ist eine Seite frei, dann geht die Kurzgeschichte los. Und am Ende einer jeden Kurzgeschichte haben wir hier nochmal so eine Kurzbiografie über den Autoren. Das finde ich jetzt auch nicht so schlecht. Und dann haben wir aber nochmal hier so Werbung für irgendein Buch, Thriller, Klappentext. Natürlich könnte man so sagen, ja, man will ja den Autor vielleicht kennenlernen und wenn einem der Autor gefallen hat, dann kann man gleich, ja, hat man da gleich einen Thriller im Blick. Hat mir aber nicht so ganz gut gefallen, weil dann kann ich mir auch eine Programmvorschau angucken oder eine Verlagsvorschau, Verlagsübersicht in Katalogform oder sowas. Hat mir nicht so ganz gut gefallen. Das kam mir so ein bisschen vor wie so eine Werbeshow, wenn ich ehrlich bin. Aber wenn ich mich jetzt, gut, für mich war es ein Rezensionsexemplar, aber wenn ich mich jetzt in den Kunden hineinversetze, ich kaufe mir das Buch für 10 Euro und da möchte ich keine Werbung haben oder kein Werbekatalog haben. Wisst ihr, wie ich meine? Dann möchte ich wirklich die geballte Ladung Thrill haben, in dem Fall. Ja, was mir richtig gut gefallen hat, ist das Cover, weil wir haben hier so ein blutiges Klingelschild, Tür, Haus, Eingang und da sehen wir die ganzen Namensschilder eben von den Autoren, die drin vorkommen und das finde ich richtig gut gelungen und ich muss sagen, mir hätte das Buch im Hardcover vielleicht sogar noch einen Ticken besser gefallen.
Ich fand es auf jeden Fall sehr gut. Ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt und jede Geschichte ist komplett anders. Der Schreibstil, man musste natürlich erstmal immer kurz so ein bisschen reinfinden, ne? Deswegen konnte ich das Buch auch nicht in einem Rutsch durchsuchten. Das habe ich aber meistens bei Kurzgeschichtenbüchern, dass ich da echt ziemlich lange brauche. Und jetzt am Schluss möchte ich eigentlich nur noch von euch eine Anthologie wissen oder eine Kurzgeschichtensammlung, die euch so richtig gut gefallen hat. Egal aus welchem Genre, schreibt mir das mal in den Kommentaren. Gebt mir auch gerne für die Kurzrezi einen Daumen nach oben, wenn sie euch gefallen hat. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye!